Anzeigen. Im vorigen Modul hast du gelernt, deinen Luftverbrauch zu berechnen und einzuschätzen, wie lange die Luft in deiner Flasche noch reicht. Dafür benötigst du Instrumente zum Messen der für die Berechnung erforderlichen Werte. Der erste erforderliche Wert ist der Druck der in der Flasche befindlichen Restluft. Du liest diesen Wert vom Manometer bzw. Finimeter ab. Zur Berechnung des Oberflächenluftverbrauchs müssen wir zudem auch die Tiefe wissen. Die Tiefe ermitteln wir mit einem Tiefenmesser, einem Spezialinstrument, das eigentlich den Umgebungsdruck misst. In seiner einfachsten Form hat der Tiefenmesser eine schwarze Nadel, die sich auf der Anzeige bewegt und die Tiefe anzeigt. Eine rote Nadel wird von der ersten Nadel vorangeschoben und merkt sich die maximal erreichte Tiefe, was dem Taucher eine weitere wichtige Information bietet, wie wir in Modul 9 sehen werden. Ebenso wichtig ist es zu wissen, wie lange du bereits unter Wasser bist. Dies ermittelst du mit einer Uhr oder einem Timer. Um die verstrichene Zeit zweifelsfrei feststellen zu können, sollte die Uhr eine Lünette haben, die ausschließlich entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden kann. Dein Instructor zeigt dir, wie man dieses wichtige Instrument einsetzt. Heutzutage gibt es natürlich auch elektronische Zeitmesser mit einer Vielzahl weiterer Funktionen. Das anspruchsvollste Unterwasserinstrument ist zweifelsohne der Tauchcomputer, über den wir in Modul 9 mehr erfahren werden. Zu den vielen Funktionen eines Tauchcomputers gehören auch ein Tiefenmesser und ein Timer. Dies ist noch ein weiterer Vorteil von Computern und einer der Gründe, warum sie so beliebt geworden sind. Es gibt sogar Tauchcomputer mit integriertem Finimeter. Mit ihnen benötigen Taucher nur ein einziges Instrument, um alle erforderlichen Infos abzurufen, die für einen sicheren und bequemen Tauchgang benötigt werden. Flaschendruck, aktuelle und maximal erreichte Tiefe, verstrichene Tauchzeit und andere wichtige Informationen, die wir später im Detail betrachten.